Die Aktienmärkte sind heute, naja, ein bisschen fade, könnte man sagen. Die US-Indizes wenig verändert. Der DAX hat, hurra, hurra, ein Allzeithoch erreicht, das allerdings nicht halten können. Gestern ja an der Wall Street am Pfingstmontag die dünnsten Umsätze des bisherigen Jahres, gleichwohl Party, weil eben die Inflationssorgen ein bisschen zurückgegangen sind. China als einer der Treiber, man will da die Rohstoffpreise nicht durch die Decke schießen lassen. Dann Fed-Speaker, die also sagen, naja, hier Inflation temporäri und wenn nicht temporäri, haben wir Instrumente. Und dann vielleicht auch, naja, das absehbare Scheitern erstmal der Gespräche zwischen US-Demokraten und US-Republikanern über Bidens Infrastrukturprogramm. Heißt nicht, dass das nicht kommt, aber es würde die ganze Geschichte mindestens bis September verschieben, wenn die Demokraten hier einen Alleingang machen wollen. Also die Inflationssorgen sind ein bisschen gedämpft. Aber heute ein heimliches Thema, der Immobilienmarkt, sowohl in Deutschland als auch in den USA. Wir schauen erstmal nach Deutschland. Da gab es ja heute Morgen die Meldung, Vonovia will die Deutsche Wohnen übernehmen. Damit würde mit Abstand der größte Immobilienkonzern Europas entstehen. Über 570.000 Wohnungen allein in Deutschland, mit Abstand natürlich der größte Immobilienkonzern in Deutschland. Frage ist, ob das kartellrechtlich durchgeht, ob die Behörden hier ihre Zustimmung geben, ja oder nein. Es wäre jedenfalls ein ziemlicher Gigant. Frage ist, das Wettbewerbsverzerrung, würde das die ganze Wohnsituation noch erschweren, würden also die Preise weiter steigen für Immobilien, so wie es in den USA der Fall ist, wie es natürlich auch in Deutschland der Fall ist. Aber steigende Immobilienpreise zählen ja offiziell nicht als Inflation, sondern nur Mieten sind mit eingerechnet. Die machen einen erheblichen Teil der Kerninflation aus, also ohne Nahrung und Energie die Inflationsberechnung der Verbraucherpreise. Inflation könnte man aber auch definieren als Geldentwertung und dementsprechend sehen wir, dass Assetpreise steigen, sowohl Immobilien als auch Aktien, als auch etwa Betriebsvermögen. Das Geld entwertet sich also und wir sehen das nicht so richtig in der offiziellen Inflation, also in den offiziellen Verbraucherpreisen, aber es ist der Fall und das wollen wir uns mal anschauen. Wir hatten heute die Zahlen wieder zum Case-Shiller-Hausindex in den USA. Die sind im um 13,2% zum Vorjahresmonat gestiegen. Wir hatten heute dann auch die Daten zu den Verkäufen neuer Häuser in den USA, 20% zum Vorjahresmonat gestiegen. Also wir sehen, da geht die Kurve steil nach oben, aber das wäre gar nicht so das Problem. Wenn wir uns aber mal anschauen, wo denn in den USA die Immobilienpreise derzeit sind, dann sehen wir, wir hatten ja diesen Lauf erstmal bei der Immobilienblase in den USA, da waren wir bei 184,5, dann ging es 27% runter zwischen Juli 2006, im Jahr 2006 begannen die Preise bereits ja zu fallen, bis Februar 2012, das war der Tiefpunkt und seitdem sind die Preise um lächerliche 82% gestiegen, taucht aber nirgendwo in Inflationsberechnungen der Amerikaner, auch nicht in Deutschland auf, also die Immobilienpreise werden da nicht berücksichtigt, weil eben ein meistens einmaliger Vorgang, Mieten zahle ich regelmäßig, Häuser kaufe ich nicht regelmäßig, zumindest die meisten kaufen das nicht regelmäßig, aber wir sehen, es ist natürlich ein Faktor der Geldentwertung, wir sehen hier die Assetpreise, die geradezu explodieren und das ist natürlich eines der ganz, ganz großen Themen im Bereich der Inflation, der Geldentwertung und wie gesagt, die Märkte waren ja sehr nervös, haben sich jetzt ein bisschen beruhigt. Eben Inflationserwartungen, die Break-Evens sind runtergekommen. Wir sehen, dass die 10-jährige US-Staatsanleihenrendite runterkommt. Also allerdings da eher ein Short-Squeeze, wie ich vermute, da sind alle praktisch short gewesen in dieser Anleihe, haben also auf weiter steigende Renditen spekuliert und diese Erwartung trifft erstmal nicht ein, die werden aus dem Markt gespült und wenn das bereinigt ist, geht es wieder nach oben. Wir sehen also, wir haben deutlich, deutlich höhere Preise inzwischen als auf dem Hochpunkt der Immobilienblase in den USA. Das liegt auch daran, dass natürlich das Bauen teurer geworden ist, die Anforderungen, die Umweltanforderungen sind, vor allem in Deutschland, dazu gleich mehr, deutlich teurer geworden und die Leute sind ein bisschen frustriert. Wir haben hier zum Beispiel heute dann auch das Verbrauchervertrauen des Conference Boards gehabt.
Und wir sehen hier einen massiven Rückgang derjenigen, die sagen, ja, ich will demnächst ein Haus kaufen. Nicht, weil sie keine Lust hätten, sondern weil sie sagen, das kann ich mir schlichtweg nicht mehr leisten. Das ist zu abgefahren, was hier passiert ist. Also wir sehen, da ist ein Rückschlag erkennbar. Die Leute werden ein bisschen verzweifelter, vielleicht noch nicht so verzweifelt wie etwa in der Stadt Hamilton in Kanada. In Kanada ja einer der großen Immobilienblasenmärkte, die nie geplatzt sind. Anders als in den USA sind die Preise in Kanada nicht wirklich gesunken, sondern weiter nach oben gegangen. Und hier sehen wir, hier haben sich die Preise etwa seit dem Jahr 2002 bis heute mehr als verdreifacht für ein Haus. Also wer da aktiv werden wollte, der musste deutlich stärker oder tiefer in die Tasche greifen von Jahr zu Jahr. Und es ist kein Wunder, wie dieser ein Tweet hier von Wolf Richter von Wall Street zeigte, dass die kanadische Notenbank nervös wird. Schon als erste mit dem Tapering begonnen hat, weil sie merkt, dass die Dinge hier aus dem Ruder laufen, während die Fed zum Beispiel weiter ganz beruhigt Mortgage-Backed Securities kauft, also hypothekenbesicherte Anleihen, damit die Preissteigerungen den Hype am US-Immobilienmarkt noch weiter fördert. Das ist wirklich völlig absurd und wir sehen hier, wie sozusagen die Dinge weiter eskalieren. Das tun sie auch in Deutschland. Heute Flossbach von Storch mit den neuesten Zahlen zur Entwicklung der Vermögenspreise. Und wir sehen, die sind um 11,9% zum Vorjahresquartal gestiegen, während andere Preise eben nicht so deutlich steigen. Hier mal seit 2017 etwa diese Grafik, die Sie hier sehen. Verbraucherpreise sind um 4% gestiegen seitdem, also nicht wirklich viel. Erzeugerpreise um knapp 7%, aber die Vermögenspreise eben um fast 23%. Also das müsste man eigentlich mit einrechnen in die Inflation, nämlich wie entwickeln sich Assetpreise, damit ich ein realistisches Bild bekomme, wie sich das Geld entwertet, damit ich als Notenbank dann auch sinnvollerweise agieren kann und nicht meinen eigenen Zahlen glaube, die nur einen Teil der Realität abbilden, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also das ist schon sehr, sehr krass. Und hier will ich Ihnen mal zeigen, was Bauen in Hamburg, der Stadt, in der ich derzeit ansässig bin, ne? Wie die Dinge sich hier entwickelt haben im Vergleich zwischen 2016 drittes Quartal und 2020 drittes Quartal anhand der sogenannten Gestehungskosten. Diese Gestehungskosten sind alle Kosten, die man für einen Bau hat, also für den Bau des Hauses selber. Auch allerdings sind die Kosten für den Grunderwerb, sind die Finanzierungskosten, die Geldbeschaffungskosten, all das ist dabei. Also die Gesamtheit der Kosten, die ich habe, wenn ich in Hamburg ein Haus baue oder eine Wohnung baue oder was auch immer. Das, wie gesagt, Vergleich 2016 drittes Quartal mit 2020 drittes Quartal. Und hier sehen wir, das Bauwerk alleine ist 15% teurer geworden. Es liegt schon daran, dass die Vorschriften durch den Gesetzgeber immer anspruchsvoller wurden, umweltfreundlicher etc., Dämmung, all diese Geschichten, das sorgt für einen Anstieg von 15%. Außenanlagen und Freiflächen haben sich um 18% verteuert. Ausstattung, zum Beispiel Küchen, 11,7% und die Baunebenkosten, zum Beispiel Finanzierung, 12,9%. Wir sehen also, dass hier die Preise seit 4 Jahren zweistellig gestiegen sind. Wir sehen die Herstellungskosten 14,9%. Und das, was am meisten gestiegen ist, sind die Grundstückskosten. Also der Erwerb eines Grundstücks innerhalb von 4 Jahren um 28,6% gestiegen. Und vorbereitende Maßnahmen um 17,7% gestiegen. Und all das bedeutet, dass die Handwerkskosten sind natürlich nach oben gegangen. Die Auflagen durch die Politik sind nach oben gegangen. Gleichzeitig wird gejammert, ja, es gibt zu wenig bezahlbaren Wohnraum, den die Politik ja letztendlich mit verursacht durch teilweise ja durchaus sinnvolle Vorgaben. Aber dann kann ich nicht sagen hintenrum, ja, es gibt zu wenig günstigen Wohnraum. Und das Problem ist, du kannst heute gar nicht mehr günstig bauen. Es geht nicht mehr. Dementsprechend ist das eines der ganz, ganz großen Themen, die uns begleiten bei denjenigen, die endlich eine Immobilie wollen, die auch das so ein bisschen vielleicht als Absicherung gegen Inflation sehen. Hauptsache mein Eigen, dann bin ich da nicht abhängig. Allerdings sind eben die Hauspreise, die Immobilienpreise
massiv deutlicher gestiegen als die Mietpreise. Also wer jetzt kauft, der hat natürlich dann im Vergleich zur Miete ein schlechteres Kursverhältnis, könnte man sagen. Gut, wer weiß, wie sich die Dinge in Zukunft entwickeln. Aber auf jeden Fall die Hauspreise, die Immobilienpreise deutlich stärker gestiegen als eben die Mieten. Und wie geht es 2021 weiter? Hier die Prognose. Da dürften die Gestehungskosten nochmal um 5% steigen, also noch weiter nach oben. Die Grundstückskosten nochmal um 8% steigen, Herstellungskosten nochmal um 4,2% und die Bauwerkskosten auch nochmal um 4,2%. Und wer Pech hat und ein Holzhaus baut, meistens ja Buche, das sich dafür eignet, der hat jetzt die Probleme durch die massiv gestiegenen Holzkosten. Lamba, was ich immer wieder erwähne. Also wir sehen, es ist kein Ende der Fahnenstange in sich. Die Dinge explodieren und die Notenbanken, die bleiben schön auf dem Gaspedal. Sowohl die Fed hat das heute anhand verschiedener Speaker, wie auch gestern gesagt, als auch die EZB. Nein, alles munter, wir machen weiter. Wird schon gut gehen und hätte noch immer gut gegangen, wie man in Köln sagt. Aber es ist so, dass jetzt auf der anderen Seite wir sehen, dass zwar heute die Renditen der US-Staatsanleihen zurückgehen, aber insgesamt sehen wir, dass es immer weniger negativ rentierende Anleihen gibt. Also das Spektrum ist deutlich kleiner geworden durch den Anstieg der Renditen, vor allem auch in der Eurozone. Und das bedeutet, wie Bloomberg hier schreibt, dass higher borrowing costs are on the way for everyone, dass also wahrscheinlich das Geld teurer wird, wenn man es sich leihen wird, sowohl für Regierungen als auch für Unternehmen, als auch eben für Hausbesitzer. Also die Finanzierungskosten dürften nicht lange so niedrig bleiben. Deswegen schlagen ja viele auch jetzt zu, weil sie sagen, Mensch, wer weiß, was mit den Zinsen ist, wenn die Inflation anzieht, dann gehen die Finanzierungskosten nach oben. Dafür sind sie aber bereit, zu teuer zu kaufen. Das ist etwa so, wenn ich bei Saturn, Hansa oder Mediamarkt oder wo auch immer einen Computer kaufe, dessen Finanzierung sehr, sehr günstig ist, aber der Computer ist zu teuer, dann ist eben die Frage, ob das wirklich die richtige Rechnung ist. Und wir sehen hier Inflation, Data Surprises, also die Abweichung von der Erwartung der Inflationsdaten in den letzten 10 Veröffentlichungen ist sehr, sehr deutlich. Am Freitag bekommen wir die PCE Verbraucherpreise, also die Personal Consumption Expenditure Verbraucherpreise, die für die Fed ausdrücklich die wichtigsten Daten sind. Und die Frage ist eben, wann wird die Fed reagieren? Das ist die große Kontroverse am Markt. Morgan Stanleys Chef sagt hier, ja, ich erwarte schon, dass wir Ende des Jahres Tapering sehen werden und dass dann in 22, und zwar früh 22, die Fed die Zinsen anheben muss. Wir sehen auf der anderen Seite, dass die Rohstoffe wieder ein bisschen zurückgekommen sind nach dieser Rallye. Allerdings sehen wir hier den S&P 500, also den Leitindex aus den USA, in Relation zu den Rohstoffpreisen. Da kann man sagen, die Inflation, die Assetpreisinflation, die hat mehr in den Aktienmärkten als in den Rohstoffmärkten bisher stattgefunden. Und abschließend, meine Damen und Herren, bevor ich Sie in den wohlverdienten Feierabend entlasse, noch ein Hinweis auf einen Artikel heute bei finanzmarktwelt.de. Inflation, Gegenmaßnahmen sind ein Ritt auf der Grasierklinge oder, wie Helmut Schmidt einst gesagt hat, 5% Inflation sind leichter zu ertragen als 5% Arbeitslosigkeit. Und das bringt vielleicht die ganze Geschichte so ein bisschen auf den Punkt. Die Notenbanken wollen die Wirtschaft fördern und sagen, ja okay, das Risiko Inflation, das nehmen wir in Kauf, das werden wir schon irgendwie hinkriegen und wenn nicht, haben wir die entsprechenden Instrumente und wenn die nicht funktionieren, dann hilft es vielleicht beten. Das scheint das Mantra, das Motto zu sein. Den Artikel von Hannes Zipfel, meine Damen und Herren, den packe ich Ihnen wieder unter das Video. Würde mich freuen, wenn Sie das zur Kenntnis nehmen, denn es ist erkenntnisfördernd für Sie. Das kann ich Ihnen versprechen. Jetzt wünsche ich erstmal einen schönen Feierabend und sage Servus und Ciao.